Duckmäuser ist was anderes, aber einer, der sich selber nicht zutraut. Auf jeder zweiten Seite bei Jeremia kommt das vor. Muss ich danach ausrichten, im Grunde genommen. Also der Bezugspunkt sind nicht meine Einwände, sondern ist sozusagen wirklich eine Entscheidung Gottes. Und dann, daraufhin muss ich mich verhalten. Es gibt ja in der Bibel unterschiedliche Verhaltensmuster. Der Jonah haut ab. Ja, der sagt, jo, Ninive, sonst hast du nichts mehr. Ja, tschüss. Ja. Und jetzt fahren wir mal irgendwie nach Mallorca. Es war ja halber Weg schon. Tarshish ist ja sozusagen Spanien Richtung Kanaren. Ja, ja. So, macht er Urlaub. Ja. Da gibt es den lieben Gott nicht. Ja, ist ziemlich daneben gegangen, diese Kreuzfahrt, ja, wie wir wissen. Können. Nein, das kann, also ich meine, das ist ja zunächst mal eine sehr, das ist ja hier diese Propheten, diese zwei Gestalten haben natürlich eine große öffentliche Wirksamkeit, auch weil sie uns vertraut sind. Aber es gibt sicher, also Berufung ist ja zunächst etwas sehr Intimes, auch das hier. Ja? Hier steht ja nicht, dass Jesaja das in der großen im Stadion sieht oder sowas hier, oder was der Jeremia hier hört, sondern es ist zunächst mal ein sehr intimes Geschehen, ja, und dass es auch ein lebenslanges Ringen mit der Berufung gibt, ja, und dass das nicht eine einmalige Geschichte ist, sondern ist sie abgeschlossen, ja, das glaube ich auch. Und dass das nicht immer in die Öffentlichkeit dringt, das ist möglicherweise gut, aber auch dadurch, dass sich das nicht immer dann direkt in einem, wie ich das eben angesprochen, in einem Stand zeigt, ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel morgen so einen Gebetstag haben, geistliche Berufe, ja, dann erscheint immer so, als wäre Berufung sozusagen, aha, am Schluss hat man Schleier, ja, oder einen römischen Kragen oder sonst irgendwie was, ja, und darf sich schön anziehen und so, und dann hat man das Kommando und dann ist man berufen, ja. Das ist eine schwierige Sache. Und gerade der Blick auf die Propheten Israels ist immer ein gutes Korrektiv auch dafür, ja. Natürlich kann man das nicht eins zu eins übertragen, aber das werden wir nochmal sehen, dass das wichtig ist. Also wir sind jetzt ständig beim Rufen und sind damit schon beim Grundwort des Propheten in Israel, nämlich Nabi. Ist ein Gerufener. Keiner, der prophezeit? Ja, Nabi. Ist das Grundwort im Grunde genommen. Keiner, der prophezeit, sondern einer, der gerufen wurde. Also nicht zunächst etwas Aktives, sondern etwas Passives. Ja? Das ist ein Ne oder ein Gerufener. Ein Berufender. Ein Botschafter, hast du gesagt? Ja, das ist einer, der mit einer Botschaft betraut wird. Es gibt das schöne Wortspiel, ich glaube, es ist von Alfons Deißler. Der Prophet im biblischen Sinn ist kein Vorhersager, sondern ein Hervorsager. Das ist ganz schön. Ja? Das kann man sich gut merken. Also keiner, der vorhersagt, sondern etwas hervorsagt. Und zwar nicht aus seinem eigenen, sondern das, was ihm in den Mund gelegt wird. Das, was wir eben festgestellt haben, diese geschichtliche Einbettung oder auch diese biografischen Notizen, an denen wir jetzt so etwas waren, die finde ich sehr, sehr wichtig. Die könnte man eigentlich weglassen. Man könnte sagen, ein Prophet in Israel ist immer so einer, der kriegt die Botschaft von ihm in den Mund gelegt und dann kommt hinten Knopfdruck und dann sagt er das. So, wie ein Papagei, würden wir boshafterweise sagen. Ja? Aber diese Botschaft, die auszurichten ist, eine Botschaft, wie wir festgestellt haben, an der man leiden kann, meistens sind das nämlich Unheilsworte. Das wollen wir heute auch nicht mehr so gerne hören. Ich kann mich noch erinnern, es wird viel zitiert, dieses Wort von Johannes dem 23., dass da mit den Unheilspropheten jetzt mal Schluss sein müsste. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig, aber die biblischen Propheten sind meistens solche, die was Unangenehmes sagen müssen. Von denen kommt keiner und sagt, Jungs, relax, alles wird gut. Findet sich nicht. Im Gegenteil, das sind in der Regel... Das sind solche, die als Falschpropheten gebrandmarkt werden. Wir werden das nochmal sehen. Ja? So schön es natürlich, so schön es einzelne Worte gibt. Ja? Auch mit denen, ich will noch einmal die christliche Wurzel auch dieses Prophetenmissverständnisses kurz andeuten zumindest, dass wir sie uns bewusst machen. Wir haben das ja in der ersten Einheit mal angeguckt, was früher in der Schule so, in der früheren Generation unter biblischer Geschichte so
verhackstückt wurde. Das ging ja sehr schnell mit Gesundheit. Ja. Im Alten Testament ging das sehr schnell immer. Also das war ja alles so Planierraupe sozusagen vom ersten Seite Genesis. Ja. Also da kommt ja relativ schnell die Verfluchung der Frau, also der Eva, und dann von dem Dein, ich setze Feindschaft zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, er trifft dich auf den Kopf, du triffst ihn an der Ferse und sowas, ja, was dann später in den Offizien und sowas Marianisch gedeutet wird. Und so, von daher haben wir von der ersten Seite der Genesis, sagen wir mal von der zweiten Seite, ja, und auch die Typologie Paulus, neuer Adam, alter Adam, haben wir sozusagen, wird das alles auf Christus hingewiesen, sozusagen. Das ganze Alte Testament ist zwar ziemlich dick, ja, aber das können wir uns eigentlich schnell sparen, weil sie sagen, es gibt die paar Stellen, die sozusagen messianisch gedeutet werden. Das sind natürlich ganz, ganz wenige Stellen letztendlich, die messianisch zu deuten sind. Wir haben das ja neulich bei, wer die Exerzitien im Alltag da beim Magnificat mitgemacht hat, ja, oder auch beim Benediktus sieht man, da haben wir im Grunde schon den ganzen Pool gehabt, aber im Blick auf die ganze Textmenge des Alten Testamentes ist das auch wieder nicht so viel. Ja? Aber wir sind als Christen gewohnt, so exklusiv das zu sehen. Also, das ganze Alte Testament ist eine Prophezeiung auf Christus hin. So. Und der Rest sind noch irgendwie manchmal nette Geschichten, manchmal sind sie unappetitlich, manchmal sind sie ein bisschen blutig. Haben wir heute nicht mehr so gerne. So, und dann, ja, schade auch. Ja. Und so gibt es eine Eliminierung. Und dieses Grundverständnis des Hermeneutischen, das großteils leider falsch ist, weil natürlich das Alte Testament zunächst mal einen Eigenwert hat, obwohl wir als Christen natürlich sagen, für uns ist es die ganze Bibel und sie hat für uns auch nochmal einen anderen Verstehenshorizont, als es den hat, wenn ich nur sage, das ist die jüdische Bibel und sie ist im innerjüdischen Kontext auch in sich verständlich. Das ist ja als jüdische Bibel, als Tanach, als Sammlung, als jüdische Schrift nicht irgendwie unvollkommen. Das ist daher genauso Gottes Wort. Und das ist ich denke mal, dass wir das gut als Einleitung beim nächsten Mal zu den Evangelien machen können. Der Papst hat in seinem neuen Buch, Jesus von Nazareth, jetzt letzte Woche rausgekommen, einen sehr schönen, ich habe mich zwar auf der zweiten Seite gleich aufregen müssen, sage ich auch dazu, aber weil er da, ja, da hat er Komplimente verteilt auf der zweiten Seite, da habe ich gedacht, ach, jetzt beschlägt mir aber die Brille. Ja. Mein Gott, hat er einen Neutestamentler über den grünen Klee gelobt und ihn gleich auf der nächsten Seite, ist nichts mehr, sieht aus wie ein Hühnchen, wo eine Schulklasse drüber gegangen ist, nach einem hungrigen Wandertag. Ja? Bleibt eh nichts von ihm übrig. Ja? Aber zuerst muss das eine Weihrauchwolke steigen, denke ich, ach, Josef Ratzinger, das hätte aber auch nicht nötig, wäre nicht nötig gewesen. Aber ich habe dann trotzdem weitergelesen. Ja, und das ist sehr schön, muss ich sagen. Also das, was ich bisher gelesen habe. Und er schreibt einen sehr schönen, das kann er ja einfach, ja, große Kontexte darstellen. Und er schreibt sehr schöne Sätze, die wir beim nächsten Mal als Einführung machen können, über den Zusammenhang, wie das ist zum Beispiel mit der Autorenschaft. Wie können wir sagen, es ist Wort Gottes und trotzdem ist der Einzelne damit nicht weg. Es sind keine Papageien, ja, sozusagen so menschliche Maschinen, ja, die hinten den Chip reinkriegen, Wort Gottes und dann da vorne irgendwie rausproduzieren, sondern und auch wie das ist mit der ganzen Heiligen Schrift, ja, und dem Verhältnis Altes, Neues Testament. Das ist sehr schön. Das habe ich eigentlich noch nirgendwo so dicht und so kurz und aber verständlich gefunden. Ja. Bringe ich Ihnen dann beim nächsten Mal mit.